finde keine Worte dafür. Ist es verrückt? Ist es fortschrittlich? Es ist auf alle Fälle ein Video wert. Und zwar geht es um Zeolith. Hier hinten habt ihr solche Zeolithkapseln. Und Zeolith soll ein Lavagestein sein aus Silizium, was momentan in aller Munde ist, wenn es um Entgiftung geht. Ne? Dieses Zeolith schafft es da, aus eurem Körper die Giftstoffe rauszuziehen. Die Mineralien bleiben so weit drin. Ich habe mich mit dem Heilpraktiker meines Vertrauens darüber unterhalten. Er hat gemeint, zusätzlich trotzdem noch Zink und Selen einnehmen, weil er eben davon gehört hat, dass das Zink durch dieses Zeolith auch mit rausgezogen wird. Aber da könnt ihr euch noch mal richtig professionell informieren auf der Captor-Seite mit Q geschrieben. Die Links sind dann alle hier unten im Infoteil. Und worum geht es bei dem Ding denn eigentlich? Also, die haben sich gedacht, dass man mit Frequenzen ganz gute Heilungserfolge erzielen kann. Und dann haben sie sich gedacht, dass ich weiß nicht genau, ob ich die Info dann noch finde, aber irgendwie scheint es dann wohl so zu sein, dass dieses Zeolith auch Frequenzen ganz gut speichern kann. Ja, und wenn man jetzt so ein Zeolith, Siliziumkristall da mit einer Frequenz beaufschlagt, dann würde es die Schwingung speichern und dann nach und nach, dann, ne, bis es sich ausschwingt, die Schwingung dann halt halten. Ne, wie wenn man so eine Stimmgabel anschwingt, so ungefähr. So, und da haben die sich jetzt gedacht, jetzt könnte man ja ein Gerät bauen, wo man die Schwingung auf dieses Zeolith drauf bekommt. Deshalb hier diese kleinen Captor-Kapseln. Da wird dann die Kapsel einfach reingelegt, das Ding wird zugemacht und hier vorne habt ihr dann einen Klinkeanschluss dran und den könnt ihr dann an MP3-Player oder sonst was anschließen und dann die Frequenz eures Vertrauens, was ihr da gerade denkt zu brauchen, hier drauf spielen. Und die Versionen, die gibt es einmal praktisch in dieser Versionsart hier und mit dem durchsichtigen Captor wäre es dann auch möglich, wenn man das dann aufs Handy drauflegt, dass man auch eine Lichtfrequenz zusätzlich auch noch mit drauf spielen kann, wenn man das möchte. Jetzt kann ich mir ganz gut vorstellen, dass eine Frequenz dieses Zeolith ganz gut speichern kann und dann auch wieder abgeben kann. Jetzt wird aber auch davon ausgegangen, dass das ganze Lieder oder ganze Musikfolgen darin gespeichert werden können. Da würde ich dann gerne noch mal ein paar Studien dazu sehen wollen, wie das dann funktioniert. Aber manchmal versetzt dann auch der Glaube richtig Berge und vielleicht bringt es ja irgendwas. Ich denke da nur an die germanische Heilkunde. Da war Dr. Harmer am Ende auch ja so weit gewesen, dass er gesagt hat: Na gut, wenn keine Vergiftung Ursache für die Krankheit ist, dann sind es dann diese Konflikte. Und dann gibt es durchaus Konflikte, die nicht so einfach lösbar sind. Ne? Und da hat er sich dann auch Gedanken gemacht. Er ist dann auf sein Studentenmädchenlied gekommen. Er hat sich halt gedacht, an was er höchstwahrscheinlich früher am allerliebsten gedacht hat. Also, was ihm die meiste Freude im Leben gegeben hat. Da gibt es ja bei jedem wahrscheinlich die ein oder andere Begebenheit, wo man sehr, sehr gerne dran zurückdenkt. Beim Herrn Hamer war es wahrscheinlich seine Begegnung damals zur Studentenzeit mit seiner Freundin. Und dementsprechend hat er halt ein Lied komponiert, aber es kommt ja gar nicht so sehr auf den Text von diesem Lied an, weil es ist ja blöd, wenn man da die ganze Zeit die Bilder vom Dr. Hammer und seiner Freundin im Kopf hat. Ihm ging es da eher um diese Frequenzfolgen, die in dem Lied abgespielt wurden, die dann für Heilung sorgen. Ne? Und wer da schon sehr gute Erfahrungen hat, hat vielleicht auch damit eine Möglichkeit, die Frequenz in sich hineinzubringen. Auf der anderen Seite wäre das vielleicht auch eine gute Alternative für die Disco-Gänger. Ne, die könnten sich dann gleich ihr Lieblings-Wumme-Wumme-Lied hier draufknallen und dann geht's von innen her los. Das ist erstmal so ein kleiner Gimmick am Rande. Jedenfalls möchte ich Darius ganz großes Danke sagen, dass er da richtig Druck gemacht hat, dass ich das auch mal kennenlerne hier. Bei mir kommt es wahrscheinlich, also für mich persönlich kommt es wahrscheinlich richtig rechtzeitig, aber für die Katze Edina kam es dann vielleicht ein bisschen zu spät. Die ist ja im Mai gegangen und das Letzte, was sie gemacht hat, kurz bevor sie ging, das ist noch ein Katzenklo, was ich von ihr aufgehoben habe. Also das wird demnächst natürlich schon entsorgt, aber jetzt passt halt mal gut. Und Katzenstreuse auch dieses Zeolith beinhalten und ich habe sie dabei beobachtet, wie sie da bei einem ihrer letzten Geschäfte dann angefangen hat, diese Steinchen zu fressen. Da hat ihr Unterbewusstsein wahrscheinlich auch schon gewusst, dass dieses Zeolith hier drin für sie zur Entgiftung gar nicht schlecht ist.
Ja, ich habe es zu spät geschnallt, leider. Dafür habe ich jetzt die Chance, es nochmal zu schnallen. Weil auch bei mir gibt es so eine kleine Bleivergiftung, wurde letztes Jahr bei mir festgestellt mit so einem Magnet. Frequenz, Resonanz. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Jedenfalls hat es dann irgendwie also hat eine ganz bestimmte Frequenz auf meine Hand draufgegeben und das Echo hat es eben gemessen und danach ist ein ganzes Bild entstanden, ohne dass man irgendwie Blut nehmen musste. Und da waren die Bleiwerte etwas erhöht gewesen. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich habe noch altes Lötzinn, was bleihaltig ist. Noch ein sehr schöner Gimmick bei dem Ganzen, deshalb hat Darius mir auch zwei geschickt. Die gehen auch als drahtlose Soundübertrager. Hört ihr es? Also man muss da schon ganz schön mit großer Lautstärke reingehen, dass hier auch noch ein bisschen was rauskommt auf der anderen Seite, aber ich finde es trotzdem einen schönen Gimmick. So kann man gleich zwei Pillen parallel bespielen. So, wenn ihr da jetzt das erste Mal auf den Preis guckt von so einem Captor-Ding, da wird euch vielleicht die Schuhe ausziehen. Ich muss das mal noch ein bisschen erklären, weil momentan ist das alles noch Handarbeit, was sie da machen müssen. Das heißt, sie müssen das 3D-Gehäuse ausdrucken und auch, jetzt kriege ich es gar nicht mal auf, weil die Pille hier drin ist, und die Magnete hier reinsetzen. Die Spule muss von Hand gewickelt werden. Ihr seht, hier ist eine ganz, ganz feine Spule drin mit ganz feinem Draht. Das ist übelste Biepselarbeit. Und da finde ich den Preis schon gerechtfertigt, der momentan dafür verlangt werden muss, dafür, dass es Handarbeit ist. Wenn das Ding dann mal ins Rollen kommen sollte, ich meine, es wird ja wahrscheinlich dann nicht lange dauern, dass es die SDL-Dateien für das Ding hier online gibt, dass man sich das auch selbst machen könnte. Aber wie gesagt, also das ist ganz schöne Fummelei. Und falls man es da doch irgendwie hinkriegen sollte, das in die Massenproduktion zu kriegen werden, dann kann man sich neben seiner Entgiftung auch noch irgendwelche Frequenzen mit in seinen Bauch befördern. Ich finde es toll, ich finde es klasse, spitzenmäßig, was ihr da geschafft habt. Es ist halt so, dass man da jetzt richtig gut durchgucken kann. Na, sieht man hier. Genau da, wo es drauf ankommt, die Kapsel, da ist schön durchsichtig. Die neue Version vom Captor. So, ich mache einen weiteren Versuch mit dem Captor. Da lasse ich unsere Booster-Frequenz laufen. Hier die mit 192, 171, 136 Hertz. Angeschlossen habe ich den Captor und jetzt mal hier zum Messen habe ich so ein Magnetfeldmeter. Und nochmal zum Vergleich die 192. Und wie gesagt, beim weißen Rauschen, da kommt gar nichts. Ich mache nochmal vor auf weißes Rauschen. Und nochmal 192. Okay.